Aha. Oh Gott. Mir ist jetzt schon schlecht. Okay, heute ist ein seltsamer Tag. Heute ist Dienstag und an diesem Dienstag werde ich das wohl übelriechendste Gericht dieser Welt probieren. Oh boy. Den sogenannten Gammelfisch oder auch auf Schwedisch Surströmming. Vor ein paar Wochen haben wir in meinem Stream darüber geredet, was für seltsame Essgewohnheiten es gibt. Von Gurke mit Nutella über Banane mit Ketchup, was ich dann auch alles mal probiert habe im Stream. Und dann kam man so ins Reden. Und eine bestimmte Person, ich werde diese Person nicht nennen, aber diese Person darf gerne in die Kommentare schreiben. Hat dann vorgeschlagen, dass ich doch mal Surströmming ausprobieren sollte. Diesen schwedischen Gammelfisch. Das wohl übelriechendste Etwas, das es da draußen gibt. Und ich kannte es. Ich habe Videos davon gesehen, wie Leute es probieren oder nur die Dose aufmachen und schon anfangen, im Strahl zu kotzen. Aber ich probiere wirklich gerne alles. Ich habe Schnecken probiert, als Kind schon widerlich. Ich habe 1000 Jahre alte Eier probiert, köstlich, und streck eigentlich von nichts zurück zu probieren, außer Insekten und Spinnen. Ich weiß, Insekten und Spinnen sind zwei verschiedene Sachen. Ich hab's verstanden. Ess ich nicht. Nö. Aber ein Fisch? Come on. Ein Fisch, der monatelang einfach nur gammelt? Come on. Kann nicht so schlimm sein. Also habe ich gesagt, wenn ich 100 Subs auf Twitch habe, mache ich als Dankeschön etwas, wo ich mich elendig dabei fühle, für euch. Und ja, vor kurzem haben wir die 100 gesprengt. Vielen, vielen Dank dafür nochmal. Durch eine unglaublich coole Community, die ich habe und auch sehr, sehr viele geschenkte Abos von verschiedenen Personen. Also da wollen Leute, glaube ich, wirklich, dass ich diesen Fisch probiere. Was vollkommen okay ist. Ich habe gesagt, ich mache es und nun mache ich es. Heute ist der Tag und ich gehe an einen verlassenen Ort. Ich hoffe, dass er verlassen ist. Im Norden von Dublin habe ich einen Ort gefunden. Hier seht ihr ihn. Es ist quasi an der Küste. Da ist ein kleiner Festungsturm. Keine Ahnung, ich werde sehen, was es ist. Es ist mitten am Dienstag untertags. Ich hoffe, keine Touristen sind da. Ich hoffe, das ist kein großer touristischer Ort. Ich hoffe einfach, dass niemand meilenweit da ist. Denn es gibt Fälle, wo Leute tatsächlich die Polizei gerufen haben, weil es unglaublich schlimm stinkt und deswegen fahre ich so weit wie möglich raus. Hey, wir schauen einfach, wie es läuft. Am Ende seht ihr mich davonlaufen von einer Horde von Vögeln. Es wird spannend. Ich fahre jetzt nämlich los. Moment, lasst mich noch schnell die Dose holen. Ich zeige euch die Dose. Ich habe die Dose extrem gut verpackt. Wieder, als ich sie gekriegt habe. Ich habe nämlich Angst, dass das Ding einfach so aufgeht, weil es hat ziemlich viele Dellen. Und wenn die einfach aufgeht, können wir die Wohnung anzünden. Die ist riesig, ey. Ich frage mich, warum die keine kleineren machen. Ihr seht, sie ist sehr verdellt bereits. Hier. Weil man sieht, ah doch, da oben. Hier sieht man es, wie verdellt sie ist. Und oder hier. Genieß dieses Geräusch, denn da ist Fisch drin. Okay, ich mache mir jetzt auf den Weg. Bis gleich. Am Rand von der Klippe oben. Bisschen im Schneidersitz, bisschen blöd, ich habe keine extra Hose dabei. Mal schauen. Ich mache das jetzt einfach ganz schnell. Oh mein Gott. Okay, also hier. Ich kann leider nicht euch zeigen, wie ich die Dose aufmache, oder doch? Ich halte es einfach hoch dabei. Ach, keine Ahnung. Wir schauen einfach mal. Also hier ist das schöne Ding andersrum, so rum. Mit schönen Dellen schon drin. Oh Gott. Okay. Okay, ich halte es hoch, während ich das mache, okay? Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich habe keine Ahnung. Ich drücke jetzt einfach drauf.
bin schon drin. Oh, es kommt. Aha. Aha. Oh, es hat gespritzt. Aha. Oh Gott. Ich zeig's euch. Aber es riecht nicht so schön, wie ich dachte. Oh Gott, es sprüht immer noch. Oh Gott, es sprüht richtig raus, Mann. Jetzt hör doch mal auf. Okay, es hat aufgehört zu spritzen. Okay, es riecht nach. Es ist nicht so schlimm, wie ich dachte. Aber ich will es nicht in den Mund stecken. That's what she said. Das ist mein Problem gerade. Okay, es riecht nach. Ich weiß nicht, ob es nach Tod riecht. Warte, ich zeig's euch gleich wieder, wenn ich es offen habe. Fuck, ich hätte zwei. Okay, jetzt hab ich's kurz aufgemacht. Oh Gott, das ist tatsächlich schlimm. Aber es riecht auch ein bisschen nach Fisch. Oh mein Gott. Ich muss es jetzt mit den Händen anfassen. Fuck. Aber es riecht eigentlich nach Fisch, wie man ihn kennt. Nur mit. Oh wow. Oh nein. Okay. Es ist schlimm. Okay, ich dachte, der Geruch wäre das Schlimme, aber das Schlimmere wird sein, das tatsächlich in den Mund zu nehmen. Oh mein Gott, ich muss euch. Fuck, Mann, ich hab Ding dabei. Es riecht nicht so schlimm, Leute. Es riecht nicht so schlimm. Aber es einem wird schlecht. Moment, ich nehme das jetzt hier raus und zeige euch das einmal. Es sieht so lecker aus. Es sieht, oh Gott, wenn ich mit dem Kopf nach rangehe, ist schlimm. Oh Gott, ich habe Brot dabei. Ich werde es auch ein Stück Brot tun. Und ein Stück essen, ne? Ich werde nicht die Dose essen. Oh mein Gott. Gott, da sind Gräten auch noch drin, Mann. Okay, was für ein Teil nehme ich denn jetzt hier? Ich weiß, ihr seht es nicht, es tut mir leid. Es ist cinematografisch nicht mehr. Oh Gott, der ist roh. Natürlich ist der roh. Der ist tatsächlich roh, der Fisch. Okay, hier ist ein Stück. Oh Gott. Aber Leute, es riecht nicht so schlimm. Okay, es riecht schlimm. Aber ich würde behaupten, alle übertreiben. Okay, ich hab hier. Ich räusper mich viel. Aber ich mach mich. Oh nee, da ist ein Fisch drin. Ich habe jetzt einen Fisch genommen, komplett mit Grete. Okay, ihr könnt hier gucken wieder. Das ist nicht so leicht zu machen. Also, ich habe hier jetzt ein Stück Brot genommen und hier, oh, die Fliegen kommen. Die Fliegen kommen. Die Fliegen kommen. Die Fliegen kommen. Oh Gott. Okay, ich habe jetzt hier so ein Stück, ne? Es ist nicht so schlimm. Aber ich spüre, wie einem schlecht wird. Gott, soll ich das jetzt echt. Oh Gott. Ich will nicht. Okay. Oh, fliegen. Ich muss mich beeilen. Mehr Brot. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab Angst, wenn ich runterschlucke, dass ich kotze. Ich muss es ausspucken. Okay. Fuck, ich hab nichts zu trinken dabei. Gott, bin ich blöd. Okay, das war eklig. Oh mein Gott. Okay, Essen ist schlimmer als riechen. Was habe ich dabei? Kaugummi. Oh Gott, das könnte eklig sein. Oh Gott. Oh nein. Alles, was ich rieche, ist jetzt in meinem Mund drin. Oh. Oh. Okay. Kaugummi? Macht besser. Oh wow. Okay, der Geruch ist nicht so schlimm wie der Geschmack. Ich konnte es nicht runterschlucken. Aber das zählt, Leute. Das zählt. Mein Kopf ist über dem
Über der Dose. Kein Problem. Aber hier. Wow. Es sieht auch wirklich widerlich aus. Ich zeige euch nochmal das Aftermath gleich. Aber jetzt muss ich erstmal irgendwie probieren. Oh Gott. Jetzt muss ich erstmal kurz probieren, das wieder aufzuräumen. Okay, also. Ich zeige euch das Ding nochmal. Den Geruch finde ich nicht so schlimm. Es riecht tatsächlich einfach nach. Nach Erbrochenem. Genau, nach Erbrochenem. Einfach nach Kotze riecht's. Ja, jetzt packe ich das wieder ein und keine Ahnung, was ich damit mache. Fuck. Der Geruch war nicht schlimm, Mann. Also er war schon eklig, aber es war quasi Kotze. Es hat einfach nach Kotze gerochen. Das Problem war, es tatsächlich zu essen. Ich habe es nicht runtergeschluckt. Ich habe es nicht geschafft. Ihr habt es gesehen, glaube ich. Ich habe tatsächlich quasi würgen müssen. Ich habe nicht gekotzt, aber ich habe das, was in meinem Mund war, wieder auswürgen müssen. So, ich hoffe, das hat euch befriedigt. Aber ja, bye bye.